Nun, gesegnete Leute, diejenigen von euch, die immer noch wach sind, dies ist nicht dafür da, dass die Leute aufwachen, denn es gibt Leute, die gehen zur Arbeit am nächsten Morgen. Das ist für die Wächter, für die Krankenschwestern, für die Ärzte in der Nacht, für diejenigen, die im Labor, im Krankenhaus arbeiten in der Nacht und Lkw-Fahrer, die auf dem Weg sind, Taxifahrer, diejenigen, die auf Kunden warten wahrscheinlich oder die Kunden nehmen und die Ärzte zum Krankenhaus bringen oder nach Hause wieder zurückbringen. Ich wollte darüber sprechen, nämlich über das Kommen des Messias. Über das Kommen des Messias wollte ich sprechen. Denn in was auch ihr mal tut, oder ihr seid beschäftigt, etwas zu tun jetzt. Vielleicht verkauft ihr im Nachtkiosk etwas, wo zum Beispiel ihr an dieser Bushaltestelle einen Kiosk habt und die Nachtbusse von Mombasa nach Kisumu zum Beispiel, Mombasa nach Eldoret, Kitale, Kakamega, da die Haltestelle und die Leute, sie kaufen einige Getränke oder heißes Mais, Tee, Kaffee. Ich wollte einfach nur mit euch das teilen. Und zwar über das glorreiche Kommen des Messias wollte ich mit euch sprechen, diejenigen, die immer noch wach sind. Ich wollte überhaupt nicht irgendjemanden aufwecken, denn es gibt Leute, sie wachen um 4 Uhr morgens auf und bereiten sich vor, um zur Arbeit zu gehen. Die Bibel hat uns ganz eindeutig sehr gut versprochen, dass der Messias kommen wird. Er wird zurückkommen. Dass an einem Tag wird er zurückkommen. Und ich weiß, dass sehr bald wird eine ernste Konferenz hier geben über das glorreiche Kommen des Messias, hier im Hauptsitz in Nairobi. Es wird eine Konferenz geben und wir werden es live ausstrahlen über das glorreiche Kommen des Messias. Und in dieser Konferenz werde ich versuchen, einen Überblick, einen kompletten Überblick machen darüber, des Moments, von dem glorreichen Kommen des Messias. Ein kompletter Überblick oder Zurückblick, wenn man möchte. Und in diesem Überblick möchte ich jede Vision besuchen, darüber nochmal sprechen, über die der Herr gesprochen hat, in Bezug auf dem glorreichen Kommen des Messias. In Bezug zu dem glorreichen Kommen des Messias. Nun heute, heute ist der 9., aber vor einigen Stunden zuvor hatten wir ein Treffen hier im Hauptsitz gehabt. Es war ungefähr 1 Uhr, einige Minuten nach Mitternacht. Und dann waren sehr viele Pastoren, die vor mir gesessen haben. Und der Herr fing an, mich zu erschlagen und er fing an, mit mir zu sprechen. Und diejenigen, die dort gesessen, der Herr gebrauchte meine Stimme, um zu sprechen. Und wie der Herr spricht, ist total anders. Und es hat sie sehr schockiert, ziemlich schockiert sogar, darüber, wie der Herr spricht und was er gesprochen hat. Unter den vielen Dingen, die er gesprochen hat, eins, was sehr zentral ist, ist, als er sagte, so wie es ist in Offenbarung Kapitel 12, Vers 6 ist, so werden sie gesichert werden in der Wüste. Nun, der Herr gebrauchte meine Stimme, ich war im Schlaf und die Weise, wie ich gesprochen habe, war auch ganz anders. Er hat meine Stimme gebraucht, es war ziemlich
enorm. Diejenigen, die zuhörten, es war sehr schockierend für sie und furchterregend. Aber sie haben aufgeschrieben. Ich habe immer gesagt, alles zu schreiben, aufzuschreiben, was sie hören, wenn ich in den Schlaf falle und der Herr spricht. Nun, diese Schriftstelle von Offenbarung Kapitel 12, welche der Herr 3 Stunden zuvor gesprochen hat, 2 Stunden oder so zuvor, Offenbarung Kapitel 12, Vers 6. Und es ist sehr erstaunlich, die Weise, wie der Herr diese Schriftstelle geschrieben hat vor mir. Es war so, dass ich weiß, der Herr spricht, der Herr schreibt anders, so wie ihr gesehen habt, wie er für mich am Himmel schreibt. Er schreibt einiges von rechts nach links, einiges von oben nach unten und von allen Richtungen wird die Aussage vervollständigt. Und er hat heute von rechts nach links geschrieben, 6 Vers, und ich wusste, was kommen wird. Er ließ mich wissen. Das war das Kapitel 12, das Buch war Offenbarung. Und mit dem Verstand von Gott, dem Allmächtigen, habe ich verstanden. Und nun, der Herr hat gerade gesprochen, vor einigen Stunden per Stimme. Und dies ist, was er sagte, Offenbarung Kapitel 12, Vers 6. Und die Bibel sagt, und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott für sie, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Das ist exakt 3,5 Jahre von der großen Trübsal. Das ist sehr, sehr ernst. Während sie, man wird sich um sie kümmern für 1260 Tage. Daniel Kapitel 8, Vers 20 sagt das folgende. Dies ist, was der Herr gerade per Stimme gesprochen hat. Nur weniger als 2 Stunden zuvor. Daniel Kapitel 8, Vers 10. Er sagt das folgende, das Buch Daniel, Kapitel 8, Vers 10, er sagt das folgende, und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Dies ist sehr ernst. Und dann Offenbarung, Kapitel 11, Vers 2. Er sagt das Folgende. Vers 2. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben. Und die heilige Stadt werden sie zertreten, 42 Monate lang. Nun, es gibt sehr viele Schriftstellen, einschließlich Daniel Kapitel 12. Und Daniel Kapitel 9. Und viele andere Schriftstellen, die über die Ereignisse sprechen, die der Herr ausgesprochen hat in dieser Unterhaltung heute. Die Bibel kommt sehr eindeutig hervor über diese Zeit, dass diese Zeit wird ausgerichtet werden. Diese bestimmte Zeit, die große Trübsal, wird ausgetragen werden. Es ist eine sehr ernste Situation, gesegnete Leute. Der Herr in anderen Worten, ungefähr 2 Stunden zuvor, per Stimme hat der Herr mit mir gesprochen, sehr eindeutig. Und
in einer sehr großen Bestimmtheit, dass die große Trübsal kommt. Nun, wo auch immer ihr jetzt gerade seid, in euren Fahrzeugen, in eurem Zuhause, dies ist die Botschaft, die der Herr heute offenbart hat, freigesetzt hat, dass die große Trübsal, die 3,5 Jahre der großen Trübsal, wenn Israel fliehen wird und irgendwo anders ja, gesichert werden muss, diese Zeit muss kommen. Sie muss geschehen, sie muss kommen. In Daniel Kapitel 9, Vers 27 sagt er, er wird 9, 27, aber wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang. Es ist 7 Jahre. Er spricht eine 7 und damit meint er 7 Jahre. Er wird aber vielen den Bund schwer machen für eine 7 und in der Mitte der 7 wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen. Und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über den Verwüster ergießen wird. Nun, die großen Nachrichten direkt hier sind, dass direkt hat er uns bestätigt, dass es einen Tempel zu dieser Zeit geben wird, dass Israel einen Tempel haben wird. Der Tempel des Herrn wird wieder aufgebaut werden. Das ist die erste Sache, die wir hier verstehen. Und dann Nummer 2 erhebt er die Tatsache, dass es das Gräuel der Verwüstung geben wird, wenn endlich der Antichrist kommen wird und die Opfergabe entfernen wird. Er wird die Opfergabe wegnehmen, denn in diesem Trübsal-Tempel wird es eine Opfergabe geben, und zwar die alte Opfergabe. Und nun sagt er jetzt hier sehr eindeutig, dass das Gräuel der Verwüstung, er kommt und nimmt die Opfergabe weg und er wird sich da selbst erheben. Nun, die Bibel spricht sehr eindeutig über diese Zeit, von welcher der Herr heute gesprochen hat. Die Weise, wie der Herr heute gesprochen hat, ist so, geh und sage es ihnen, dass die große Trübsal kommt und sie muss kommen. Er hat es bestätigt und er hat es versichert und garantiert und voll etabliert, dass diese Zeit kommen muss. Und diejenigen, die eingeschaltet sind, vielleicht bist du ein Wächter oder du arbeitest an der Tankstelle oder du bist an einem Kiosk neben der Bushaltestelle für die Busse, die lange Reisen machen. Nun, wir wissen zu gut, dass die Bibel sehr eindeutig darüber ist. Nun, die Bibel hat es immer mal wieder gesagt, immer mehrmals bekannt gemacht, dass der Messias kommt. Und wenn ihr euch die Ereignisse anschaut, von Anfang an der Schöpfung bis zum Ende der Zeit, nun, es gibt eine Zeitlinie, die der Herr verfolgt mit dieser Erde, mit dieser Welt. Und diese Zeitlinie, diese Zeitachse hat viele Markierungen. Und dann hat Jesus zu seinen Jüngern hat er gesprochen, er hat zu ihnen gesprochen darüber, über die Ereignisse, die sein Wiederkommen umgeben, sein Kommen, seine Rückkehr und das Ende der Zeit. Und wir erinnern uns so gut daran, dass als die Jünger ihn gefragt haben, wann wird das geschehen? Wann wird dies geschehen? Deine Rückkehr, das Kommen des Christus und das Ende des Zeitalters. Und was werden denn eigentlich die Zeichen sein? Nun, es gibt Zeichen. Sie werden die Reise markieren
von dem Ende des Zeitalters. Und eine der höchst wichtigsten Zeichen, die es wirklich ausrollen, die uns wirklich ausrollen hin zum Ende des Zeitalters, die die finale Ereignisse herausrollen. Es ist ein Ereignis, auf welches wir gerade warten. Und man nennt es die Entrückung. Die Entrückung ist sozusagen wie ein Auslöser sozusagen, der das Ausrollen anfangen lässt. Und dieses Ereignis ist sehr zentral für die Gemeinde, denn der Herr hat für mich nochmals und nochmals über dieses Ereignis gesprochen. Es ist sehr zentral für den Himmel, sehr zentral für den Vater. Es ist der Schlüssel, es ist alles für den Himmel, denn der Himmel hat eine große Aufmerksamkeit ausgerichtet, um sich vorzubereiten für dieses Ereignis. Wenn du Christ bist oder Gläubiger, ein Nachfolger Christi bist, dann erwartet der Herr, dass du auch so viel Anstrebung und Zeit investierst und Schwere und Ernsthaftigkeit darlegst für die Entrückung der Gemeinde. Und diese Entrückung ist beschrieben in dem Buch 1. Thessalonicher. 1. Thessalonicher zeigt uns die Details an. 1. Thessalonicher, Kapitel 4. 1. Thessalonicher gibt uns die Details, die größere Länge. Und in dieser Unterhaltung sagt er von Vers 13, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 13 bis 18 lesen wir. Er sagt, Brüder und Schwestern, wir wollen nicht, dass ihr im Ungewissen seid über diejenigen, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen der Menschheit, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Dann geht er weiter und sagt das Folgende: Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken, dem Herrn entgegen, in die Luft. Und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander, die höchst mächtigste Prophezeiung in der ganzen Bibel. Dies ist sehr ernst, eine sehr ernste Prophezeiung, denn diese Prophezeiung präsentiert das Finale, das große finale Ereignis, welches markieren die Auslösung, das Ausrollen der Kaskade, die Ereignisse hin zur Installierung von dem glorreichen ewigen Königreich auf der Erde. Nun, dies ist sehr fundamental, diese Prophezeiung. Und es ist solch eine sehr wichtige Prophezeiung, denn es spricht darüber, dass Gott ja körperlich Leute von der Erde in den Himmel bringt und in ihre Wohnungen. Das ist sehr enorm, das ist sehr erstaunlich. Und er sagt, dies sollte im Wesentlichen der Fokus der Gemeinde sein, wegen der Tatsache, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und dies ist tatsächlich auch der Tag, warum wir Christen geworden sind, warum du wiedergeboren bist als Christ. Nun, dieses Ereignis ist sehr zentral. Wir wissen, dass in der Zeitachse, nachdem die Entrückung stattfindet, wird die Erde besucht durch die große Trübsal, ein enormes Urteil in zwei Portionen, in zwei Segmente unterteilt. Das ist eine siebenjährige Periode. Die ersten Jahre ist die Trübsal und die zweiten dreieinhalb Jahre ist bekannt als die große Trübsal.
Und dies ist ein Muss-Prozess. Es muss geschehen. Es ist ein Prozess. Es ist eine Zeitzone der Prüfungen, wo der Herr, der Ermächtiger, wirklich das Urteil zu dieser Erde bringt, sodass er in der Lage ist, die Erde zu befreien, von dem Teufel und letztendlich es übergibt zu Jesus. Und es gibt zwei Portionen von diesem Urteil. Es gibt ein Segment, wo er den Antichristen freisetzt. Er kommt mit einer ganzen, mit Verfolgung auf die Christen und zu den Leuten Gottes, die Schlacht, das Stoppen der Anbetung, wie wir gesehen haben in Offenbarung, Kapitel 12, Vers 6, als die Leute geflohen sind. Wir haben es gesehen in Daniel, Kapitel 9 und Vers 27. Er stoppt die Anbetung. Man kann nicht mehr den Herrn anbeten. Sie werden verfolgt, sie werden getötet. Dies ist also eine sensible Zeit. Es ist eine unerträgliche Zeit. In Offenbarung 3, Vers 10 sagt er, weil ihr treu gewesen seid, gehorsam zu meinen Befehlen zu sein, ihr habt ausgehalten, geduldig, so werde ich auch euch erretten. Ich werde euch fernhalten von der Stunde der Versuchung, die kommen wird. Es ist ein Zukunftsereignis, wird kommen zu der ganzen Erde, um die Einwohner der Erde zu versuchen, die Stunde der Versuchung. In Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 nennt er es die Stunde der Versuchung, aber es ist Zorn, es ist ernster Zorn. Die zweite Hälfte ist reines Urteil kommen vom Himmel, wenn Gott die Erde richtet. Unglaublich. In sehr schwerer Weise. Warum? Wegen der Sünde. Wegen der Rebellion zum Herrn. Deswegen richtet Gott sehr ernsthaft. Gott muss wahrlich Sünde hassen. Er mag Sünde nicht. Nun, heute also möchte ich ganz zu euch betonen, die Wichtigkeit sicherzustellen, dass ihr diese sehr schwere Zeit meiden werdet, die kommen wird. Man nennt sie die Zeit der Trübsal. Es ist charakterisiert durch Verfolgung und Zorn. Es wird einige der Ereignisse geben, die ich gerade einfach so genannt habe. Feuer wird vom Himmel fallen, so wie ein Berg zerstört ein Teil des Meeres. Die Meeresgeschöpfe werden sterben. Das Wasser überall auf der Erde wird in Blut sich umwandeln und das Meer, die Flüsse und Trinkwasser wird in Blut sich umwandeln, wird wie tote Körper stinken. Planeten werden zerschmettern. Es wird das erste weltweite Erdbeben geben, wenn ihr Offenbarung 6, 12 bis 17 liest, das weltweite globale Erdbeben. Die Berge, die ihr seht auf der Erde und auch die Inseln, die ihr seht, so wie Australien, Neuseeland und so weiter, sie werden sich bewegen, sie werden driften wegen der Enormität von diesem weltweiten Erdbeben. Und man kann sich nirgendwo verstecken. Es wird die ganze Erde heimsuchen und die Angelegenheiten werden dann noch schwerer werden. Die Kaskade von diesem Urteil, die Frequenz, und die dritte Phase wird sogar des Urteils kommen, die Trompeten und dann die Schalen. Und hier seht ihr, dass jetzt das ganze Wasser zerstört. Es gibt kein Trinkwasser mehr, die Ozeane sind total zerstört. Wir haben über die Heuschrecken gehört, sie kommen, so wie ich es sagte. Aber in der dritten Phase zerstört er alles. Sogar gibt es ein weltweites Erdbeben, welches kommt. Zu dieser Zeit alle Berge
flach machen. Ich will also heute mit euch darüber sprechen, wie man diese Zeit meiden kann, sodass man nicht durch diese Zeit gehen wird. Denn für euch als Christen, wenn ihr Christus empfängt, auch wenn ihr jetzt noch nicht wiedergeboren seid und ihr hört zu mir als Doktor heute zu, eine Krankenschwester, vielleicht seid ihr ein Labor, Techniker oder du bist ein LKW-Fahrer auf der Straße oder ihr arbeitet im Laden in einer der Stationen. Vielleicht seid ihr ein Bauer, der gerade die Kühe milkt und ihr versucht einfach nur jetzt die Milch melken. Oder du bist einfach nur zu Hause. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, wie man diese Stadt, wie man diese Zeit, ja, ich möchte nicht, dass die Leute aufgeweckt werden, sondern ich wollte nur die treffen, die noch in der Nacht wach sind. Und ich möchte zu euch einfach bestätigen über die Schwere, dass ihr sicherstellt, dass ihr eintretet in die Entrückung der Gemeinde. Denn danach, so wie ich es erklärt habe, in einer kurzen Zusammenfassung, es wird tatsächlich sehr schwer sein, zu existieren oder auf dieser Erde zu überleben. Man lässt einfach nur auch noch die religiöse Verfolgung aus, denn die kann man überhaupt nicht überleben. Wenn du Jesus anbeten willst, dann werden sie dich schlachten. Aber auch nur das Urteil, das kommen wird. Das Urteil, das kommen wird. Beulen, Tumore. Tod wird von ihnen fliehen, sie werden nicht sterben. Dies ist eine große Sache, gesegnete Sache, Leute. Das ist eine große Sache, liebe Leute, gesegnete Leute. Nun, ich möchte mit euch darüber sprechen, über diejenigen, die nicht eintreten werden, diejenigen, die nicht in die Entrückung eintreten und die diesen Zorn sehen werden. Was passiert in ihrem Leben, die sie dazu bringen, dass ein Christ, der noch nicht richtig wiedergeboren ist und er wollte den Herrn empfangen, kennt den Herrn Jesus, aber was bringt jemand dazu, dass er die Entrückung verpasst? Heute Nacht möchte ich darüber sprechen, sodass ihr auch einen Moment der Reflexion habt, der Überlegung und einfach mal eure Optionen überprüfen könnt und ihr könnt schauen, ob ihr es wirklich schaffen werdet in das glorreiche Königreich Gottes bei der Entrückung, denn die Entrückung der Gemeinde ist sehr zentral, die Bibel ist sehr zentral, denn die Bibel sagt, die Bibel gibt uns solch eine wundervolle Gelegenheit und ein so wundervolles Privileg, um zu wissen, was kommt. Wisst ihr, wenn man weiß, was kommt, das ist eine große Kraft, eine Macht. Information ist Kraft, Information ist Macht. Wenn du also weißt, zum Beispiel, wie die ganzen Ereignisse, dieser Kampf, der stattfindet zwischen Gut und Bösem, dieser Kampf, den ihr seht, der stattfindet zwischen Satan und dem Herrn, die Bibel sagt, sie hilft uns, dass wir die aktuellen Nachrichten präsentieren. Wie wird es enden? Und am Ende muss der Herr gewinnen. Die Bibel zeigt uns sehr eindeutig, das ist, wie es enden wird. Der Herr muss gewinnen. Und dies ist der Schlüssel, dies wird euch helfen, euer Leben zu verändern, wie ihr auf dieser Erde heutzutage lebt. Was ihr jetzt macht, wird zu eurer Ewigkeit. Tatsächlich ist es sehr gut gesagt. Ihr könntet also sagen, die Ewigkeit wird jetzt gerade bestimmt. Es ist nicht morgen bestimmt, sondern jetzt, was du tust, alles, ob du wiedergeboren bist oder nicht, was auch immer du tust,
Du bist immer, was du gerade machst, damit bestimmst du, was dein ewiges, ja, was dein ewiges Ziel ist letztendlich. Und deswegen sage ich, es ist ein sehr kritischer Moment in der Gemeinde. Deswegen sage ich das. Aber was sind die Dinge, die von Christen gemacht werden? Viele Leute, die das machen, die aber, was aber einen dazu bringen kann, dass man sehr einfach den Eintritt in das Königreich Gottes verpasst. Eines von ihnen ist einfach nur Selbstgefälligkeit. Zum Beispiel, lasst mich euch diese einfache Analyse geben. Zum Beispiel, einer war ein Student und er weiß, dass das Examen kommt. Und du versuchst immer zu verzögern, du verzögerst. Du verzögerst all die Zeit, die ganze Zeit verzögerst du deine, du verzögerst immer die Schriften von dem Lehrer zu lesen, die Schriften, die der Lehrer dir gibt. Du weißt ganz genau, wenn das Prüfungsdatum kommt, du weißt das Datum bestimmt auch schon, dann weißt du ganz genau, du wirst nicht gut abschneiden. Nun, manchmal ist es sehr wichtig, sich selbst mal zu überprüfen, in diesem gegenwärtigen Moment sehr gut zu wissen, das ist genau das, was entscheiden wird, wie wir leben, ob wir wiedergeboren sind oder nicht. Aber Selbstgerechtigkeit, es ist eine große Krankheit heutzutage, besonders in Bezug auf das Kommen des Messias. Diese Leute, diejenigen, die selbstgerecht sind, sie haben ein großes Risiko, dass sie die Entrückung der Gemeinde verpassen. Das kann ich ganz klar und klar sagen. Die Leute, die selbstgefällig, selbstzufrieden sind über die Tatsache, wenn es über Errettung und über das Kommen des Messias kommt, es ist ganz klar, dass diese Position, man es liebt, selbstzufrieden zu sein, komfortabel zu sein über das Kommen des Messias, kann jemanden ganz einfach dazu bringen, die Entrückung der Gemeinde zu verpassen. Wir haben gesehen, was nach der Entrückung kommen wird, ist unerträglich. Es wird also sehr wichtig sein für euch, dass ihr eintretet hinein in die Entrückung der Gemeinde. Nun, jeder, der selbstgefällig ist, normalerweise schaut man sich die in den Straßen an und man sieht sie, oder wenn man mit ihnen spricht, dann merkt man das schon. Denn jedes Mal, wenn man mit ihnen über die Errettung sprechen will oder über das glorreiche Kommen des Messias und ihre Notwendigkeit, dass sie sich gut vorbereiten in Heiligkeit für das Kommen des Messias, findet man also heraus, sie werden immer denken, dass es immer noch Zeit gibt. Diese Generation ist voll mit Leuten, die denken, viele Leute denken, es gibt ganz viel Zeit und sie werden Jesus später in ihrem Leben empfangen. Manchmal haben sie auch ihr eigenes Leben eingeteilt. Sie sagen, die ersten Jahre, man kann so leben, wie man will, die ersten Jahre in Sünde, aber später, wenn man alt ist, dann nimmt man Jesus an, dann wird man sich näher zu dem Herrn widmen. Und diese Leute, sie reden so von dieser Krankheit genannt Selbstgefälligkeit. Sie sehen überhaupt keine Schnelle, dass man Christus empfangen muss. Diese Art der Leute, die denken, dass es Zeit gibt, dass es immer Zeit gibt. Dies sind einige der Leute, die die Entrückung der Gemeinde verpassen werden. Und dann findet ihr heraus, dass die meiste Zeit sind sie auch nicht entscheidungsfreudig. Sie können sich nicht entscheiden dass sie sich entscheiden, gut vorzubereiten für das glorreiche Kommen des Messias. Und in dieser Position, in dieser Haltung,
In dieser Art, wie sie sich benehmen, die meiste Zeit findet man heraus, dass sie in den Stricken drinne sind, in den Fallstricken von dieser täuschenden Welt, die Lust der Welt. Da sind sie, haben sie sich eingebunden. Also Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit ist tödlich. Dies ist also sehr ernst. Dies sind also die Leute, sie werden die Entrückung verpassen, es sei denn, sie verändern sich. Denn sie denken immer noch, es gibt noch viel Zeit, es gibt noch viel Zeit. Aber dennoch, wenn man sich diese Leute anschaut, dann findet man sehr eindeutig heraus, dass sie wissen, sie kennen die Konsequenzen, wenn man es verfehlt, Jesus Christus gut nachzufolgen. Denn ja, tatsächlich, diese Leute, die so selbstgefällig sind, sind die täglichen Christen. Und sie leben ein sehr lässiges, normales christliches Leben. Diese Leute, der Herr warnt sie, es sei denn, sie ändern sich. Wenn sie sich nicht ändern, werden sie das Kommen des Messias verpassen. Sie wissen sehr gut, dass während sie in ihrer Selbstzufriedenheit rumspielen und sie sind überhaupt nicht entscheidungsbereit und sie denken, es gibt Zeit, aber dennoch sind sie sehr sich darüber bewusst, über die sehr schweren Konsequenzen, wenn man Jesus verfehlt, nachzufolgen in Gerechtigkeit, wenn man es verfehlt, sich vorzubereiten für das Kommen des Messias. Nun, die Leute, die das Kommen des Messias verpassen, sind keine ignoranten Leute. Sie haben eine Bibel in ihrer Hand. Das sind die Leute, die das Wort kennen. Sie hören es. Sie gehen in die Hölle mit der Bibel in der Hand. Aber sie haben sich bewusst, weil sie sich nicht bewusst entschieden haben, sich vorzubereiten für das Kommen des Messias. Sie denken, es gibt immer noch Zeit. Sie denken, es gibt immer noch Zeit. Man findet also heraus, dass sie sogar das Evangelium gehört haben. Und sie sind konstant, denken sie, dass es genug Zeit gibt. Und dass sie diese kritische Entscheidung anzufangen, Buße zu tun und heilig zu leben und sich vorzubereiten für das glorreiche Kommen des Messias, das schieben sie voraus. Und sie werden immer sagen, nein, nein, es gibt Zeit, es gibt Zeit. Sie sagen, nächstes Jahr will ich näher mit Jesus wandeln, am Ende des Jahres, da will ich dann eine Entscheidung treffen. Nächstes Jahr will ich mehr zur Kirche gehen, dann will ich heiliger sein. Ich will diese Freunde entfernen, die mich immer zum Trinken bringen. Man hört also, dass sie Neujahresziele stecken. Und dennoch wissen sie sehr gut, dass sie das ewige Königreich Gottes jetzt annehmen sollten, indem sie Heiligkeit in ihrem Herzen halten, indem sie Buße tun und abkehren von Sünde, indem sie sich total separieren, indem sie konstant für Jesus warten, auf Jesus warten, aber sie verzögern immer ihre Entscheidung. Nein, nein, gib mir noch Zeit. Manchmal sind die Leute auch noch nicht wiedergeboren. Sie sind in zwei geboren, Christenfamilien, christlichen Nationen. Sie wissen sehr gut, wenn die Mütter sie zur Gemeinde gebracht haben. Sie wussten, dass der Messias kommt. Sie wissen, dass eine Notwendigkeit ist, sich vorzubereiten, aber sind nicht bereit, die Entscheidung zu machen, Jesus zu oder wenn sie wiedergeboren, um richtig wirklich Sünde zu meiden und sich zu reinigen und heilig zu leben. Die Bibel sagt, dass ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Nun, dies sind Leute, die sehr gut wissen über das Kommen des Messias. Und sie hören, haben sogar das glorreiche Kommen. Sie haben sogar gehört auf Jesus ist Lord Radio diese Stimme. Dies sind Leute, die sich sehr bewusst sind und sehr ganz eindeutig in ihrem Verstand sind. Sie wissen, was sie machen sollen. Sie wissen, was sie tun sollen, sodass sie näher zu Jesus wandeln in dieser sehr kritischen Stunde in dem Leben der Gemeinde. Sie wissen es sehr gut. Sie haben das Evangelium gehört. Sie haben
gehört, dass Leute zu ihnen sprechen, Kreuzzüge, aber sie versuchen immer, die Entscheidung zu verzögern. Sie versuchen immer, diese kritische Entscheidung zu verzögern und so, wenn sie die Entrückung, bis sie die Entrückung verpassen. Nun, dies ist solch eine Gefahr, welches in die Gemeinde sich rein ist und viele Christen werden es verpassen, in die Entrückung der Gemeinde hineinzugehen, sogar in der Gemeinde Christi. Ihr seht sehr viele Gemeinden, sie wissen, dass diese Botschafter gesendet wurden von dem Herrn und sie sind auf der Erde. Was unsere Werke sind sehr groß, lebendig, enorm historisch und sehr gut ausgestrahlt, sehr auch gezeigt. Sie wissen, dass ich die Wolke Gottes gerufen habe und Jahwe ist gekommen, Hashem, er selbst ist gekommen. Sie wissen sehr gut, dass ich den Himmel verordnet habe, sich zu öffnen und 18 Mal geöffnet haben. Sie wissen das. Aber sie versuchen zu verzögern. Sie verzögern ihr Kommen, um zu dem Herrn zu fragen, was hat der Herr gesagt? Was sollen wir machen, um einzutreten in das Königreich Gottes, um zu hören von dem Herrn? Wir können sehen, dass du derjenige bist, auf den wir warten. Die Bibel hat über dich gesprochen, aber sie machen trotzdem immer weiter noch mit ihren anderen Kirchen, die ihre eigenen Sachen machen. Sie gehen immer nach ihrer eigenen Agenda, die Agenda der Sünde, die Agenda des Geldes und Weltlichkeit. Und sie sagen ständig, aber man sieht Krüppel, die auf der anderen Seite gehen. An einem Tag muss ich dorthin gehen und muss dort sein, wo die Wolke Gottes ist, denn Krüppel können dort gehen, Wunder geschehen dort. Jeden Tag feiern sie, dass die Krüppel gehen können. Die Ärzte feiern die Zeugnisse. Es ist sehr mächtig. Sie wissen also, was sie tun sollen, dass sie wiedergeboren sind, richtig wiedergeboren sind und dass sie sich für das Kommen des Messias vorbereiten. Aber sie machen es nicht, denn sie denken, es gibt Zeit. Sie wissen auch, was Gott von ihnen möchte. Aber sie lehnen ab. Sie lehnen ab, sie machen diese Entscheidung, machen sie nicht, sie verzögern diese Entscheidung. Ganz bewusst verzögern sie diese Entscheidung. Diese Leute, sie wissen auch, dass wenn die Entrückung stattfindet, Jesus kommt, um seine heilige Gemeinde zu nehmen, seine Auswahl, seine Auserwählten, seine gesegneten Gläubigen. Und er wird diejenigen zurücklassen, die die Buße abgelehnt haben, die Heiligkeit abgelehnt haben, die Heiligkeit und Buße abgelehnt haben, diejenigen, in anderen Worten, diejenigen, die es abgelehnt haben, den Herrn gehorsam zu sein, als er seine Diener gesandt hat. Sie wissen es sehr gut, wenn ich nicht zu dieser Stimme höre, die auf der Erde jetzt ist, die verkündet Heiligkeit, Buße, bereitet euch vor, der Messias kommt, das Königreich Gottes ist nah. Sie wissen zu gut, wenn ich nicht zu dieser Stimme höre, dann werden sie es nicht machen. Und was am erstaunlichsten ist, wenn man zu ihnen spricht, sie wissen sehr gut die Tatsache, wenn die Entrückung stattfindet, das ist einmal und das ist alles. Sie wissen also sehr, wie kritisch es ist, das richtig zu machen. Aber jedoch sagen sie mal, nein, ich habe Zeit. Nein, nein, ich werde Zeit haben. Ich möchte mich mehr entscheiden. Ich möchte mich selbst nicht. Ich möchte nicht, dass du mich zwingst, dieses Gebet zu sagen, weil ich muss das sagen, weil sonst würde ich es fälschen. Sie geben alle Arten von Gründen, um das zu verzögern, um die Entscheidung zu verzögern. Die Entscheidung, sich vorzubereiten für das glorreiche Kommen des Messias, Christus zu empfangen, Buße zu tun und heilig zu sein. Und diese Leute, sie wissen, dass der Himmel, wo der Herr Jesus die Leute reinbringen will, so wie in Johannes 14, 1 bis 3, dein Herz erschrecke nicht. Vertrauen mir, ich gehe zu meinem Vaters Haus, um einen Weg, einen Platz für euch vorzubereiten. Sie wissen ganz genau, dass der Himmel ein wahrer Ort ist. Es ist ein wahrer Ort und sie sind sich auch darüber bewusst, dass die Hölle ein wahrer Ort ist. Die Hölle ist ein wahrer Ort.
Und sie wissen, dass Gott wahrhaftig ist und sehr ernst ist. Denn wenn auch immer er spricht und eine Agenda machen möchte, dann macht er das. Es muss geschehen. Nun, und diese Leute, sie sind auch sehr sich darüber bewusst, dass um die Segnungen des Herrn zu nehmen, die in der Bibel sind, da muss man Buße tun für und man muss wiedergeboren sein, um teilhaftig an dem Segen des Herrn teilzunehmen. Und man muss richtig wiedergeboren sein, man muss die Sünde meiden und man muss in Heiligkeit wandeln. Sie haben das Evangelium gehört, sie wissen es, aber dennoch trotzdem, weil sie sich nicht entscheiden, weil sie denken, dass es immer noch Zeit ist, hört sich das nicht an wie eine Generation, die du kennst? Sie sagen, nein, ich bin beschäftigt mit meiner Universität und danach bin ich beschäftigt, jetzt einen Job zu suchen. Nein, ich will ein Haus kaufen, ich muss mich verheiraten lassen und dann sind sie wieder beschäftigt mit ihren Familien und so weiter. Sie ständig verzögern sie die Entscheidung, um eine Entscheidung zu machen, um zu realisieren, dass der König von Ägypten, als die Prophezeiung zu ihm kam, dieses, was der Herr gesagt hat, 7 Jahre vom üppigen Ernte und 7 Jahre Mangel, Trockenheit. Und der heidnische König, das Zeugnis, dass er die Prophezeiung geglaubt hat, war die Veränderung in seinem Verhalten. Als er wollte, dass die Ernte zurückgehalten wird. Und er hat angefangen, sich vorzubereiten. Und das ist der Beweis, dass der König an die Prophezeiung geglaubt hat. Er hat also über die Prophezeiung geglaubt, über das kommende Urteil Gottes. Und hier auch, der Herr sagt, wir haben jetzt eine Generation. Sie glauben, dass der Messias kommt. Sie sind sich darüber bewusst. Aber sie versuchen immer, das Verhalten zu verändern. Man sieht in der Gemeinde, sie haben immer noch Sünde, halten sie auf. Sie gehen damit und so weiter. Sie wandeln mit der Sünde. Und dennoch sind sie sich auch darüber bewusst. Sie sind sich darüber bewusst, dass die Zeit vorbei ist. Sie sind sich auch bewusst, dass, wenn man Christus empfängt, ist heute ist der Tag der Errettung, nicht morgen. Und dennoch sagen sie immer, ich werde ihn morgen empfangen. Gib mir Zeit. Ich will etwas fühlen. Glaub mir, ich will etwas fühlen. Sie sagen solche Sachen, sie geben solche Entschuldigungen, damit sie nicht sich vorbereiten in ihrem Herzen für das glorreiche Kommen des Königs. Diese Leute, sie wissen, dass sie Gerechtigkeit und Heiligkeit erwählen müssen, um einzutreten in das ewige, höchst glorreiche Königreich Gottes. Sie sind sich darüber bewusst, aber sie wählen es nicht. Sie sind gegen Heiligkeit und Gerechtigkeit und Buße. Und in ihrem Gewissen denken sie immer noch, sie können weitermachen im Luxus und sie können genießen in dem Leben von dieser Welt, ohne Gottes Regeln nachzufolgen, aber sie können immer noch eintreten. Sie denken immer, dass sie Zeit haben. Sie sind immer noch in diesen Verführungen, in diesen Fallstricken. Und auch, wenn man zu ihnen spricht, dann wissen sie sehr gut, dass Gottes Prophezeiung sich immer erfüllen muss, muss immer erfüllt werden. Sie sind sich darüber bewusst, sie wissen das sehr gut. Sie wissen, dass die Prophezeiung über das Kommen des Messias gibt. Auch jetzt die Stimme gibt es bekannt und macht große Arbeit. Sie wissen zu gut, dass die Prophezeiung des Herrn sich immer erfüllen muss.
Und wenn ihr sie sehr nachfolgt, dann wisst ihr, die Schrift offenbart die absolute Wahrheit. Gottes Prophezeiung muss sich immer erfüllen. Und dennoch tun sie immer noch so, als wenn sie nicht geglaubt haben oder als wenn sie immer noch viel Zeit hätten. Was für eine Tragödie für diese Generation. Man findet sie in den Städten, in den Straßen, Ingenieure, Wirtschaftsprüfer, alle. Sie sind viel zu beschäftigt mit ihrem Beruf, mit ihrer Karriere, statt über das glorreiche Kommen des Messias nachzudenken. Und sie sind sich auch darüber bewusst, im Hintergrund ihres Verstandes, dass Gott Sünde richtet und dass auch ein Tag des Gerichts kommt. Könnt ihr euch die Menge der Information euch vorstellen? Dies ist euer durchschnittlicher Christ. Er geht in die Hölle mit der Bibel in seiner Hand. Das ist erstaunlich. Nun also, sie sind sich auch darüber bewusst, dass ihr Lebensbeispiel, also dass das Lebensbeispiel, welches Jesus uns hier gelassen hat und die Lehre von Jesus hier auf der Erde, waren dazu da gewesen, um das Beispielmodell zu sein für alle Christen, dass man nach Christus lebt, sein Lebensbeispiel und seinem Dienst. Sie wissen, dass die Lehren und das Leben von Christus wahr sind und die Reflexion von dem, was kommen wird und jemand wirklich in das kommende Königreich Gottes eintreten muss. Und wenn man dann eintreten will, dann muss man nach dem Lebensbeispiel nach den Lehren von Christus wandeln. Und sie sind sich auch darüber bewusst, dass an einem Tag werden sie stehen vor dem Herrn im Urteil. Sie wissen so gut, dass an einem Tag werden sie vor dem Herrn stehen im Urteil, im vollen Urteil. Und sie sind sich darüber bewusst, dass an jedem Tag, der vergeht, ohne diese Entscheidung, Buße zu tun und abzukehren von der Sünde und bewusst sich zu entscheiden, ob wir im Büro sind oder auf der Arbeit, sich vorzubereiten für das Kommen des Messias. Sie wissen so gut, dass jeden Tag, der vergeht, die Uhr von Gott tickt näher zu diesem Stichtag. Die Stunde von Gott tickt. Tick, tack, tick, tack. Sie wissen, dass es nicht so weiter für immer geht, aber sie denken immer noch, es gibt immer noch mehr Zeit. Sie wissen trotzdem, dass es nicht so ewig weitergehen kann wie jetzt. Aber sie denken, es gibt immer noch Zeit. Nun, diese Leute, die den Tag der Entrückung verpassen werden, die Entrückung der Gemeinde verpassen werden, ihr könnt sie sehen in dieser Generation. Sie haben sehr diese Generation bevölkert und dennoch in ihrer Selbstgefälligkeit und in ihrer Verzögerung eine Entscheidung zu machen, in ihrer Unentscheidungsfähigkeit, in ihrer Selbstzufriedenheit und in ihrem Denken, dass es immer noch Zeit gibt, sind sie sich auch darüber bewusst, wenn man ihnen nachfolgt und wenn man ihnen lehrt, dass Christus plötzlich kommen kann. Sie wissen auch, dass Jesus zu jeder Zeit kommen kann. Sie wissen, dass die Entrückung zu jeder Stunde, zu jedem Tag kommen kann. Dass jeden Tag, der kommt, ist eine Gelegenheit, sich vorzubereiten für das Kommen des Messias. Sie sind sich darüber bewusst. Aber wegen der Sünde und die Liebe der Welt, man sieht, dass sie immer noch diese Entscheidung zum nächsten Tag verzögern. Am nächsten Jahr mache ich eine Entscheidung. Man hört das, dass sie immer noch eine Entscheidung machen. Dies ist eine große Tragödie, gesegnete Leute. Die Art der Leute, die das Kommen des Messias verpassen. Dies ist eine Tragödie. Und diese Art der Leute ist diese Generation. Und nun,
Sie sind sich auch darüber bewusst, um in den Himmel einzutreten, muss man heilig sein. Dies ist die größte Berufung, die Christus hat. Er hat die Menschheit zu der Heiligkeit der Gerechtigkeit Gottes gerufen, dass die Menschheit eintreten kann. Aber sie sind immer noch im lauen Christentum, trinken ein bisschen hier. Man geht in die Disco, man tanzt und so weiter. Man sieht ein sündhaftes Leben. Sie daten, sie sind in sexueller Sünde, sie schlafen mit Männern oder Frauen. Aber dennoch wissen sie zu gut, dass Jesus, verordnet, es ist eine Berufung, er ruft uns, wiedergeboren zu sein und heilig zu sein, um einzutreten in das Königreich Gottes. Sie wissen, dass der Himmel uns beruft, in Heiligkeit zu wandeln, um einzutreten in den Himmel, denn ohne Heiligkeit wird keiner eintreten, sind sich darüber bewusst. Und nun, wenn du mit ihnen auf dieser Straße wandelst und sie fragst und ihnen mehr Fragen stellst, ob sie sich bewusst zum Beispiel sind, was die Bibel von uns erwartet, wenn das Kommen des Messias gemacht wurde, die Verkündigung, sie werden sagen, ja, sie sind sich darüber bewusst, sie wissen, dass die Bibel sagt, wir sollen bereit sein. Man hört diese vier Worte. Sie wissen es. Sie wissen, dass der Herr uns ruft, wachsam zu sein, bereit zu sein, vorbereitet zu sein, zu jeder Zeit wachsam zu sein und zu leben, als wenn das Kommen des Messias an diesem Moment sein könnte. Sie sind sich darüber bewusst und dennoch machen sie weiter, weit weg von ihrer Entscheidung zu sein, ihre Entscheidung zu verzögern, Christus zu empfangen. Heute bin ich, statt eine Entscheidung zu machen, ich möchte einfach nur Buße tun, im mächtigen Namen von Jesus möchte ich ihn neu empfangen in meinem Herzen. Ich möchte ihn heute bitten, dass er in mein Leben hineinkommt und mich transformiert. Ich möchte, dass er mich total von der Sünde separiert und mich mit dem Heiligen Geist salbt. Ich möchte, dass er mir Null Toleranz zur Sünde gibt. Sie wissen, dass wir zu dieser Stunde so leben müssen. Auch wenn sie gestern gefallen sind, sie können einfach nur Buße tun und die Entscheidung machen, Christus zu empfangen und mehr ernster zu sein. Dann werden sie auch in den Himmel eintreten. Aber dennoch, stattdessen machen sie immer noch weiter, unentschieden zu sein. Sie sind immer noch in Selbstgerechtigkeit, fahrlässiges, christliches Leben machen. Sie verzögern ihre Entscheidung, richtig wiedergeboren zu sein. Und diese Leute sind hier und das ist die Tragödie. Und deswegen hat der Herr uns zu der Gemeinde gesendet. Nun, er spricht über eine Gruppe von Leuten, die daran denkt, dass an einem Tag, wenn sie noch ernster werden zu dem Herrn, sie sind in der Gemeinde einschließlich Pastoren, sie machen größere Entscheidungen und dennoch ist dies die Zeit, wo man die Wolke Gottes gesehen hat, die besucht hat. Man hat den Regen gesehen auf Berg Karmel, man hat Krüppel gesehen, die gehen können, Urteile, die auf die Erde gekommen sind, als wir die bußfertigen Nationen geschlagen haben, die Pastoren von USA, von Kanada, von Europa hierher gerannt sein sollten. Ich sollte nicht zu ihren Ländern gehen. Sie hätten hier rennen sollen zu uns und sagen sollen, was sagt der Herr, was sagt der Herr? Wir können sehen, du hast den Herrn gerufen. Wir warten auch auf den Messias. Hast du den Messias getroffen? Was hat er dir gesagt? Und dennoch haben sie verzögert ihre Entscheidung und machen weiter in diesem gleichen Weg auf der Sünde. Sie sind Pastor in einer gewöhnlichen Gemeinde. Sie machen mit gewöhnlichem Christentum. Ja, ich höre, dass Leute zu Kenia gehen, aber sie verzögern ihre Entscheidung. Und dennoch haben sie verstanden, wenn man ihnen nachfolgt, dann verstehen sie die Dringlichkeit von der biblischen Berufung, dass man immer wachsam sein soll zu jeder Zeit. Und nun, sie sind sich auch darüber bewusst, dass der Heilige Geist gerade jetzt die Gemeinde bereitet.
Sie sind sich darüber bewusst, sie sind sich auch darüber bewusst, über die spezifischen Schriftstellen in der Bibel, die uns warnen. Sie warnen diese Generation über die Notwendigkeit, richtig wiedergeboren zu sein, uns jederzeit vorbereitet zu sein. Denn in jedem Moment kann der Messias kommen. Er kann kommen. Und sie sind sich auch darüber bewusst, über die ernste, unumkehrbaren Konsequenzen, die die Bibel sehr eindeutig hervorlegt, zu denjenigen, die unvorbereitet angefunden werden. Sie sind sich darüber bewusst, aber sagen dennoch immer noch, morgen werde ich wieder geboren sein. Nächstes Jahr höre ich auf zu daten. Ich mache eine Entscheidung, dann aufzuhören mit Trinken und Rauchen. Ich fühle mich schlecht, dass ich in der Gemeinde bin, aber in der Sünde bin. Dieses kommende Jahr möchte ich von meinen sündhaften Freunden weggehen. Diese Entscheidungen verzögern sie, weil sie denken, sie haben immer noch Zeit. Sie haben das Kommen, sie haben die Verkündigung gehört von dem Kommen des Messias. Ihre eigenen Väter sind sogar schon gestorben und Verwandte sind gestorben. Also sie wissen das, aber sie denken, sie haben immer noch Zeit. Und sie werden fast schon Spötter. Leute, die sagen, wo ist denn sein Kommen, worüber er spricht? Und sie sind sich darüber bewusst, über die biblischen Gleichnisse, die klugen und die törichten Brautjungfern und diejenigen, die nicht bereit waren, die Konsequenzen, als der Herr Jesus sagte, um dir die Wahrheit zu sagen, ich kenne euch nicht. Nein, nein, bitte öffne für uns. Sie wissen sehr gut, dass der Herr nicht öffnen wird. Sie sind sich darüber bewusst, dass der Herr nicht öffnen wird. Wie ernsthaft gesegnete Leute. Nun, sie wissen, dass die Errettung Frieden bringt und Freude und Sicherheit. Und dennoch sieht man, dass sie immer noch in den Geschehnissen des Lebens immer noch drin sind. Sie sind nicht willig, sich zu verändern. Sie sagen, ich werde mich später verändern. Sie wandeln immer noch in der postmodernen Errettung. Aber dennoch wissen sie sehr gut, was die Bibel über diese Stunde sagt und über die Errettung, die Jesus uns gebracht hat. Und was noch viel schockierender ist, dass sie wissen, dass das Leben auf dieser Erde sehr temporär ist. Sie wissen das. Und dennoch sind sie immer noch gegen das ewige Königreich Gottes, indem sie ihre Entscheidungen verzögern. Sie machen weiter mit ihren WhatsApp-Gruppen, Freunden, Nachtclubs und sie sagen, nein, nein, ich werde ernster nächstes Jahr sein. Sie sind weiter noch in Gemeinden, falschen Propheten, falschen Apostel, in Geld, Wohlstand. Sie sind immer noch gegen das ewige Leben mit Gott. Und der Herr hat diese enorme Charakteristik, wo er normalerweise diese Bewerbung bestätigt. Denn er sieht diese Leute, er sieht die Leute so, dass sie es erwählen, von ihm ewiglich entfernt zu leben. Und es ist sehr traurig. Er gibt ihnen diesen Wunsch frei, normalerweise. Nun, dies ist sehr ernst gesegnete Leute. Dies ist, was ich zu euch sprechen wollte, diejenigen, die noch wach sind. Ich wollte nicht, dass diejenigen, die schlafen, dass sie deswegen jetzt aufgeweckt werden. Es sind Leute, die arbeiten gehen müssen, besonders in dieser ostafrikanischen Zeitzone. Sie sollen aber zur Arbeit gehen. Aber für diejenigen, die wach sind, die Wächter, vielleicht bist du ein Arzt, der gerade seine Runden gedreht hat in den Krankenzimmern, den Patienten geholfen hat und jetzt sitzt du in deinem Büro oder du sitzt mit einer Krankenschwester mit einem kleinen Radio oder mit deinem Telefon und du hörst zu diesem. Vielleicht bist du auch ein Angestellter oder du bist im Restaurant, im kleinen Café für Lkw-Fahrer und dienst dort für Taxifahrer. Sie warten für Klienten. Dies ist der Zustand. Ich wollte dich über diesen Zustand warnen. Diese Tücken des Lebens,
diese Täuschungen von den Vergnügungen dieses Lebens, wie sie dich dazu bringen können, die Entrückung zu verpassen. Dieser höchst wichtigste, erwartete Tag. Du kannst es einfach verpassen, wegen diesem sehr gewöhnlichen Leben von Tag zu Tag. Die Gefahr, wenn man verzögert, die Entscheidung, sich vorzubereiten, gehorsam zu sein zu der Stimme, die das glorreiche Kommen des Messias verkündet, die Gefahr von dieser Selbstzufriedenheit, man denkt, man hat immer noch Zeit, diese Gefahr kann gesehen werden in dem Buch Hebräer Kapitel 9, 27, wo er das Folgende sagt. Er sagt, so wie jeder Mensch nun einmal sterben muss, danach kommt er vor Gottes Gericht. So wurde auch Christus nur einmal geopfert, um die Sünden aller Menschen wegzuschaffen. Wenn er zum zweiten Mal erscheint, dann nicht nochmals wegen der Sünde, sondern nur noch um alle, die auf ihn warten, endgültig zu retten. Die Gefahr also immer weiter zu machen in dem postmodernen Christentum, in der postmodernen Errettung, die Gefahr ständig zu verzögern, die Entscheidung zu verzögern, zuzuhören zu den Anleitungen, die Stimme Gottes, die ruft zu dieser Generation, sodass sie Buße tun und abkehren von Sünde und heilig sind und in einer sehr engen Beziehung wandeln mit dem Heiligen Geist. Wenn man die Sünde erkennt, dann tut man Buße. Man geht enger zum Herrn. In diesem Leben haben wir nur eine Gelegenheit zu leben. Wir leben hier nur einmal in diesem Leben. Nur einmal leben wir hier. Und er sagt, dass jeder Mensch, den wir hier auf der Erde sehen, er hat einmal einen Termin mit dem Tod. Und das ist die Gefahr, die wir haben. Desto mehr du verzögerst, die Entscheidung, Christus zu empfangen, oder desto mehr du die Entscheidung verzögerst, heilig zu sein und dich bewusst vorzubereiten für das Kommen des Messias als Person, als Gemeinde, die größere Gefahr wird dann sein, dass du an einem Tag realisieren wirst, du wirst geschockt sein, dass du gestorben bist. Denn niemand weiß, wenn er sterben wird. Niemand weiß, wenn er sterben wird. Er sagt, die Gefahr ist, dass wenn wir hier auf der Erde sind, wir leben nur einmal, wir haben nicht eine zweite Chance, und dann zu leben, sagt er. Und er sagt, dass jeder Mensch hat einen Termin mit dem Tod. Manchmal denkt man geht zu dem Nachtclub. Und du gehst in ein Taxi rein, du fährst zum Nachtclub und du denkst, meine Mutter hat mir gesagt, ich soll wiedergeboren sein, heilig zu sein, in Gemeinde zu sein. Ich werde Jesus nächste Woche empfangen, nächstes Jahr mache ich eine Entscheidung. Aber das Problem ist, wenn du verzögerst, dass du zum Beispiel dann zu einem Nachtclub fährst oder zurück und du stirbst. Oder du bist im Park und es kommt ein Kampf und einer hat dir das Messer ins Herz gestochen und du stirbst. Er sagt hier, dass jede Person einmal einen Termin hat mit dem Tod und danach wird er das Gericht bekommen. Und dies ist die Gefahr, das ist die einzige Gefahr, indem man die Entscheidung verzögert, gehorsam zu sein zu der Stimme des Herrn und heilig zu leben, die große Gefahr, die es dort gibt, dass der Tag, wenn der Messias kommt, er kommt wie ein Dieb. Was auch immer als erstes kommt, ob die Entrückung es ist oder dein Tod es ist. Normalerweise kommt es. Manchmal hat man Geschichten gehört, Leute, sie sind normal ins Bett gegangen und sind einfach gestorben. Ihre Familie im Haus sind gekommen und sie haben gefunden, dass sie gestorben sind im Schlaf. Dies ist die Gefahr, wenn man die Entscheidung verzögert. Und dies ist die Gefahr für diese Generation, die selbstgefällig sind.
in Bezug auf das Kommen des Messias. Und er sagt hier im Lukas 16 von Vers 19, er sagt, Lukas 16 von Vers 19, es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von dem reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es gab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Das bedeutet, jeder muss einmal an einem Tag sterben. Dies ist die größte Gefahr, wenn man die Entscheidung verzögert, immer die Entscheidung verzögert, heilig zu leben, mit Jesus zu wandeln. Denn dies kommt, und in dem Moment, wo der Tod dich schlagen wird, wirst du es nicht wissen. Und dies ist die große Gefahr hier, dass sogar die Entrückung, wenn die Entrückung stattfindet, die Bibel ist sehr klar und eindeutig, sofort, in dem Augenzwinkern wird es keine Verkündigung mehr geben, es sei denn, außer das, was ihr hört, es wird einfach nur passieren, dass der Richter an der Tür ist und er kann einfach nur diese Tür öffnen und er ist angekommen. Dies ist die Gefahr mit der Selbstgefälligkeit, die ihr seht, diese Art des Lebens, die ihr sehen könnt, wo die gegenwärtige Gemeinde sich sehr gut bewusst darüber ist, dass der Messias kommt, dass die versprochenen Botschafter, die die Bibel versprochen hat, auf der Erde sind. Sie sind sich sehr bewusst, dass die Bibel hat versprochen, dass er die Botschafter bringt, bevor der Messias kommt, und sie sind gerade auf der Erde und er wandelt mit den biblischen Streifen, die ihn definieren. Aber sie verzögern es, ihm zu kommen, sogar in Kenia hier. Viele Christen sind weiter in unmoralischer Kleidung, unmoralischer Lebensstil, und dennoch wissen sie, dass auf dieser anderen Seite Krüppel gehen können. Der Beweis von Gottes Gegenwart. Heute haben wir ein enormes Wunder gefeiert. Ein enormer Krüppel, der geheilt wurde in einer mächtigen Weise, als ich in Manaus war, im Heilungsgottesdienst in Manaus. Und es war solch eine mächtige Weise, wie er geheilt wurde, in einer enormen Weise geheilt. Eine sehr mächtiges Wunder heute, der Beweis, dass Gott hier ist, dass der Herr auf dieser Seite ist. Aber man findet auch in Nairobi, dass die Leute in ihren alten Gemeinden weitermachen, definitive Sünde, der Plan der Sünde, der Selbstgefälligkeit, Selbstzufrieden. Aber der Herr zeigte mir, sie schauen sich die Krüppel an, dass sie gehen können, die Videos, wenn es einen Besuch gibt, und dann hört man, dass sie sagen, an einem Tag werde ich auch dorthin gehen. Diese Unentscheidungen, die sie machen, ist tödlich. In Prediger 11, Vers 3 sagt er das Folgende. Er sagt, wenn die Wolken voll mit Wasser sind, dann lassen sie den Regen fallen auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder nach Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Und ewiglich, dann sage ich noch das Wort dazu. Dies ist ernst gesegnete Leute. Er sagt, wenn der reiche Mann sein poröses Leben gelebt hat auf der Erde, er hat gut gegessen, er hat sich in Purpur gekleidet, er hätte nie gedacht, dass an einem Tag er sterben wird. Er war so überrascht, als er plötzlich sich angefunden hat, innen im Feuersee angefunden hat. Der reiche Mann von Lukas Kapitel 16, Vers 19 bis 31, Gleichnis. Ihr könnt euch also vorstellen. Und er sagt hier in Prediger 11, Vers 3, sagt er das Folgende, dass der Tod befällt Leute ganz plötzlich, und wo er dich befallen wird, wenn der Tod dich unheilig, ungerecht anfindet und du fällst in Richtung Hölle, dann wirst du dort für ewiglich bleiben. Du kannst nicht dieses Schicksal verändern oder dieses Ziel, kannst du überhaupt nicht verändern. Das ist, was der Herr hier sagt. Der Herr, er sagt, es ist nicht möglich, dieses
dieses Ziel zu verändern, sobald du gestorben bist. Dies ist die größte Gefahr von diesem gewöhnlichen christlichen Leben, was du hier auf der Erde siehst. Man ist sich also sehr bewusst, dass Gott die Heiligkeit benötigt, dass der Herr die Gerechtigkeit benötigt. Aber sie machen weiter. Nein, ich werde morgen ernster werden. Bitte erlaubt mir, zu dem Club heute zu gehen, nur heute Nacht. Nach Sonntag werde ich dann mein Leben ändern. Erlaubt mir, zu dieser Gemeinde zu gehen. Nur jetzt. Und ich werde dann wirklich Heiligkeit anstreben später. Sogar in diesem Dienst findet man Leute, sie sind noch nicht ganz entschieden, ein heiliges christliches Leben zu entnehmen, welches hier beschrieben wird. Und dies geht auch für diejenigen, die in diesem glorreichen Dienst sind, wo die Wolke Gottes besucht hat. Die Gefahr ist nur eine. Die Gefahr ist, dass wenn der Tod dich schlägt, wo du fallen wirst, und der Tod kommt plötzlich, unverkündet, und er sagt, wo du fallen wirst, da wirst du auch für immer leben. Du kannst nicht deine Entscheidung dann verändern. Du kannst dein Schicksal nicht verändern. Dies ist die große Gefahr mit diesem gewöhnlichen christlichen Lebensstil. Sie leben so, sie denken, dass es mehr Zeit gibt. Ich werde dann ernster sein später als Christ. Lass mich jetzt erstmal weitermachen, diese Videos mir anzuschauen. Ich werde noch weiter mit meinen Freunden sein, die nicht heilig sind, und sie bringen dich in die Nachtclubs, in die Sünde. Und du sagst, nein, ich trinke nicht. Wenn ich da bin, nur trinke ich Cola. Ich bin auch nicht direkt drinne, sondern auf dem Balkon stehe ich nur. Du sagst vielleicht all diese Dinge, aber es gibt nur eine Gefahr. Der Tag, wenn der Messias kommt, wenn er ganz plötzlich kommt, und dann bist du am Ende, denn er sagt, wo du fällst, wenn der Tod dich schlägt vor der Entrückung, wo du fallen wirst, wo du gefallen wirst, gefällt wirst vom Tod. Das ist die größte Gefahr. Diese Gefahr, die diese Generation hat. In Römer 13, 11 und 15 sagt er das Folgende. Und tut, weil ihr die Welt erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht im Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid. Sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, sondern zieht euch an mit dem Herrn Jesus Christus, das bedeutet das ewige Blut von Jesus, und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfällt. Die sündhaften Begierden des Fleisches, das ist die Gefahr, wenn man weitermacht, die Engel sagen zu Lot, geh weg hier, geh weg von hier. Aber er hat gezögert, diese Zögerung. Und dies ist die Gefahr, die Zögerung. Denn die Zeit ist vorbei. In jedem Moment kann der Messias kommen. Die größte Gefahr ist, dass die Zeit vorbei ist. Und zu jedem Moment kann der Messias kommen, und das ist es dann. Und das wird es dann sein. Wenn du nicht vorbereitet angefunden wirst, erinnert euch an den Zeitabschnitt, der danach folgen wird. Das ist kein Witz. Und ihr seht, eine weitere Gefahr ist,
die sie verzehrt, eine weitere Schriftstelle, die diese Gefahr eskalieren wird. Eine Generation, die so zögert, sie sehen die Wolke Gottes, sind aber nicht bereit, Rat zu suchen. Wie soll man sich vorbereiten? Und wenn ihr euch sie anschaut, sie sind in totaler Sünde. Jakobus Kapitel 5, 7 bis 9. Seid dann geduldig, Brüder und Schwestern, bis das Kommen des Herrn da ist. Seht, wie der Sommer wartet für das Land. So seid nun geduldig, Brüder und Schwestern, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wiedereinander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Ihr sollt gottesfürchtiges Leben. Ihr sollt euren Herrn lieben mit eurem ganzen Herzen, eure Nachbarn lieben, so wie euch selbst. Ihr sollt nicht wiedereinander seufzen, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Dies ist sehr ernst, Jakobus 5. Der Richter steht vor der Tür. Das ist die größte Gefahr, die über diejenigen ist, die ständig zögernd sind, kontinuierlich selbstzufrieden sind. Sie haben keine Entscheidungen gemacht. Sie denken, es gibt so viel Zeit noch, die verfügbar ist. Und sie haben es abgelehnt, eine Entscheidung jetzt zu treffen. Dies ist die größte Gefahr, die sie verzehrt in diesem Lebensstil. Denn er sagt, der Richter steht vor der Tür, während du sagst, es gibt noch mehr Zeit. Der Herr kann die Tür öffnen und die Gemeinde nehmen. Und wenn er dich anfindet, dass du nicht bereit bist, dann wird es unertragbar sein. Es wird unglaublich sein, gesegnete Leute. Und in dem Buch Jakobus 4,17 sagt er das Folgende. Wer nun weiß, Gutes zu tun und nichts tut, wenn jemand weiß, das Gute zu tun, was sie tun sollen, aber der tut es nicht, wer es nicht tut, er weiß, das Gute zu tun, dann ist es Sünde für sie. Nun, in meiner enormen Beschreibung von den Leuten, die verpassen werden, die Entrückung, alleine wegen ihrer Selbstgefälligkeit. Was sehr eindeutig herausgekommen ist, ist, dass sie sich sehr bewusst sind über die Heiligkeit, die Gerechtigkeit, in der sie leben sollten, über dem Guten und der Gerechtigkeit, die Heiligkeit, die Buße, die sie ausleben sollten. Wir haben gesehen, dass sie die biblischen Schriften kennen und die Warnungen, wie es sein wird, wenn man unvorbereitet angefunden wird. Wir wissen also zu gut, sehr, sehr gut, dass sie sich bewusst darüber sind, dass ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Sie sind sich darüber bewusst, dass der Messias wie ein Dieb kommt, aber sind immer noch zögernd. Und sie warten immer noch mit diesem selbstgefälligen christlichen Leben, was wir in der Gemeinde heutzutage sehen. Dies ist sehr ernsthaft, gesegnete Leute, sehr, sehr ernsthaft. Und deswegen wollte ich mit euch reden, diejenigen, die noch wach sind, sodass ihr jetzt euer Leben überprüft und dass ihr anfangen werdet, Entscheidungen in eurem eigenen Leben zu machen. Und fragt euch selbst wirklich fundamentale Fragen. Bin ich wirklich wach? Bin ich wirklich wachsam? Bin ich bereit und vorbereitet? Wie ist es, wenn der Messias heute kommen würde? Würde ich es dann schaffen? Johannes 9, Vers 4 sagt das Folgende. Solange es Tag ist, müssen wir das Werk tun, von dem, der mich gesendet hat. Die Nacht kommt, da niemand wirken kann. Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nun, er sagt also, dass die Nacht, dass die Tageszeit kurz ist. Das ist die größte Gefahr, dass diejenigen, die verzögern, die nicht sich entscheiden, die unentschieden sind, Jesus nachzufolgen, treu nachzufolgen, in absoluter Heiligkeit und Gerechtigkeit, dies ist ihre Gefahr, die auf sie zukommen wird.
Denn er sagt, zu ihrer Zerstörung, für ihren Verlust. Die Tageszeit ist zu kurz, denn zu jeder Zeit kann die Nacht, die Tageszeit enden und die Nacht kommt. Und es wird unglaublich sein. In Matthäus 6, 33 sagt er, trachtet zuerst nach dem Königreich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird zu euch zugetan. Nun, dies ist, was sie nicht verstehen. Der Herr sagt, es ist der andere Weg herum. Als allererstes musst du das Königreich Gottes suchen und dann wird der Herr dich lösen, dir regieren. Alles, was du brauchst, wird jetzt zu Gottes Willen geschehen. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3. Er sagt das Folgende: Dieser Tag sollte dich nicht treffen. Das ist der Tag des Urteils. Nach der Entrückung kommt dieser Tag. 1. Thessalonicher, Kapitel 5. Aber ihr, Brüder, ihr lebt nicht in Dunkelheit. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dies ist die Gefahr der Verzögerung. Denn während du so zögerlich bist, wirst du schockiert sein, dass der Messias gekommen ist. Du wirst geschockt sein, dass die Gemeinde genommen wurde. Du bist überrascht, dass deine Freunde gegangen sind. Er sagt, denn der Tag des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht kommen. Während Leute sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen. Eine schwangere Frau und sie werden sich nicht erinnern. Dies ist solch eine enorme Warnung. Dies sind die Gefahren, die über diese Leute geht und die Leute, die ständig zögerlich sind, die ein christliches, gewöhnliches Leben führen, zu einer Zeit, wo so eine mächtige Verkündigung gekommen ist, dass der Messias kommt. Und denn er sagt hier, dass während sie denken, dass Frieden und Sicherheit ist, gestern war ein großer Tag, heute ist ein größerer Tag, morgen wird der gleiche Tag sein, so wie gestern. Während sie so denken, dann ganz plötzlich wurde die Gemeinde genommen und dann die Zerstörung fällt über sie plötzlich. Und dann sagt er, und keiner von ihnen wird das entfliehen. Das ist sehr ernst, gesegnete Leute. Und dennoch hat der Herr uns Verherrlichung versprochen. In 1. Mose Kapitel 19, während ich jetzt beende, während ich diese enorme Botschaft beende, die ich zu euch bringen wollte, diejenigen, die immer noch in der Nacht wach sind, diese enorme Botschaft, die ich zu euch bringen wollte. Diese sehr ernste Warnung, diese unglaubliche Warnung, dass wenn man ein gewöhnliches christliches Leben lebt, dass man, wenn man denkt, morgen ist noch wieder ein anderer Tag, dass du eine größere Entscheidung morgen machen wirst, darüber, dass du heiliger mit Jesus wandelst, dass du zu den Propheten des Herrn gehst und Rat einholen wirst. Ich gehe morgen an einem Tag werde ich einfach nur in diesem Dienst sein und dann werde ich fragen, was hat der Herr gesagt? Diese Gefahr ist das, wenn die Entrückung stattfindet, wird es ganz plötzlich sein, zu einer Stunde, die man am wenigsten erwartet hat. Eine Stunde, wo du es am wenigsten erwartet hast. Und dann kommt die Zerstörung. Die Zerstörung wird kommen. 1. Mose, Kapitel 19. 1. Mose, Kapitel 19, bitte. 1. Mose, Kapitel 19. Vers 21 und 22. Da sprach er zu ihm, siehe, ich habe auch darin dich angesehen, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Vers 22. Eile und rette dich dahin,
Denn eile und rette dich dahin, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst. Eile aber dorthin schnell, denn ich kann nichts tun, bis du hineinkommst, bis du in diese Stadt hineinkommst. Nun, der Herr wird mit seinen Leuten flüchten. Er wird sie wegnehmen. Er wird sie entfernen von der Erde in der Entrückung. Während diejenigen, die zögerlich waren, die Stimme des Herrn, gehorsam zu sein, treu mit dem Herrn zu wandeln. Sie haben immer noch gedacht, es gibt Zeit, dann werde ich näher sein, wenn ich 60 oder 40 bin, dann werde ich näher mit dem Herrn wandeln. Diejenigen, sie werden hier unten hinterlassen werden. Sie werden hier hinterlassen zu dem höchst unglaublichen Verfolgung, werden sie hinterlassen werden, Zerstörung, Tod und Urteil und Zorn, der unerträglich ist. Aber ihr seht hier auch, die Engel, sie mussten tatsächlich herausziehen, Lot und seine Familie aus dem Tor hinausziehen. Es gab eine große Verzögerung. Und während es diese große Verzögerung gab, die wo zögerlich waren, diejenigen, die denken, oh, jeden Tag denken sie, es gibt immer noch Zeit, ich werde mir das morgen mal überlegen. Diejenigen, die ständig die Entscheidung verzögern, heilig und gerecht mit dem Herrn zu wandeln, während sie zu dieser unglaublichen Zerstörung ausgesetzt werden, die sie nur zerstören kann und sie in den Feuersee gebracht bringen kann, es ist unglaublich, während sie da sehen werden, wenn der Messias ganz plötzlich kommt, um seine Gemeinde zu nehmen. Aber für die Christen, die treu waren und gehorsam waren zu der Stimme des Herrn und gehorsam waren zu der Stimme, die die Erde gewarnt hat. Sei vorsichtig jetzt, der Messias ist kurz zu kommen. Einschließlich diese Nacht, diese bestimmte Nacht. Am 8. Juli, das Jahr 2024, ich saß dort. Direkt dort im Treffen saß ich und viele Pastoren vor mir waren. Diese Nacht, und ich bin im Schlaf gewesen, und dann hörbar hat der Herr gesprochen über die große Trübsal, und er schrieb Offenbarung Kapitel 12, Vers 6 vor mir, so etwa, darüber, und diejenigen, die gesessen haben dort, die haben gehört, dass ich diese Worte verkündet habe. Der Herr gebrauchte meine Stimme zu sprechen. Sie waren sehr in Furcht. Der Herr hat bestätigt, dass diese Dinge stattfinden müssen. Dass die biblische Prophezeiung sich immer erfüllen muss. Die große Trübsal muss kommen. Und diejenigen, die selbstzufrieden sind, sie werden die Entrückung verpassen. Auf der anderen Seite hat Gott seine treuen Heiligen dazu bestimmt zur Verherrlichung. Gott auf der anderen Seite hat einen Ort vorbereitet für diejenigen, die heilig waren, die gezittert haben, die ständig wachsam waren, die ständig wach waren zu jeder Zeit, bereit zu jeder Zeit sind, vorbereitet zu jeder Zeit sind, enthusiastisch sind für das Kommen des Messias. Für die hat er eine glorreiche Verherrlichung vorbereitet. Er hat für sie einen glorreichen Ort in dem Königreich Gottes vorbereitet, in dem Haus des Vaters. Und der Herr sagt, nun, jetzt für uns, die zugehört haben zu dieser Stimme, die zu dieser Stimme zugehört haben, dass der Messias kommt und die tatsächlich auch gehorsam gewesen sind, die akzeptiert haben. Du hast es akzeptiert, dass du dich vorbereiten musst. Du hast die Anweisungen der Stimme zugehört, diejenigen, die sich gut vorbereitet haben. Und ihr habt es akzeptiert. Du willst
keine Chancen verpassen. Die Tatsache, es gibt diejenigen, die in Selbstzufriedenheit sind. Es gibt diejenigen, die immer noch denken, es gibt genug Zeit. Es sollte eigentlich ein motivierender Faktor für dich sein. Es sollte dich motivieren zu dem Folgenden: über die Tödlichkeit der Verstrickungen des Teufels. Denn der Teufel hat einfach nur die andere Gruppe eingelogen, dass es mehr Zeit gibt. Und dennoch will er sie in den Feuersee pushen, drücken. Er will, dass sie die Entrückung verpassen. Du solltest dich fokussieren auf den Himmel, denn der Herr hat einen glorreichen Platz, einen Raum in dem Haus des Vaters hat er versprochen. Und dies sollte viel größer sein für dich, ein Motivationsfaktor und eine Ermutigung für dich sein, mehr himmlisch fokussiert zu sein. Und Nummer zwei, dies sollte dich dazu bringen, dass du auch mehr Leute erreichst jetzt. Andere, die so total angelogen werden oder für diejenigen, die noch nicht einmal zugehört haben, noch nicht mal diejenigen, die wiedergeboren sind. Dies sollte ein größerer Grund für dich sein, dass du jetzt Leute erreichst. Denn wir haben gesehen, dass es tödlich ist. Es ist absolut gefährlich zu hören, die Verkündigung, dass der Messias kommt. Und dann machst du weiter mit dem Hier und Jetzt und bist damit verzerrt von dem Hier und Jetzt, von diesem Land, Leben mit diesem. Und du bist so beschäftigt mit der Bildung, mit deinem Job, mit deiner Karriere, mit deiner Büroarbeit, mit deiner Familie, mit deiner Ehe. Und du vergisst, dass der Messias zu jeder Zeit kommen kann. Denn diejenigen, die immer noch denken, dass es Zeit gibt, sie sind die Christen, die die Entrückung der Gemeinde verpassen werden. Es sind die Leute, die noch nicht mal, die nicht wiedergeboren sind. Sie sagen, ich empfange Jesus nächstes Jahr. Diejenigen, die weggehen, die Entscheidung weglegen, Jesus zu empfangen und heilig mit ihm zu wandeln, sie sind bestimmt für ein unglaubliches Urteil, welches die Erde verzerren wird. Und auf dieser anderen Seite seht ihr diejenigen, die sehr treu sind und sie hören zu der Stimme des Herrn. Sie haben ihr Leben verändert. Man sieht sie gehen dorthin, wo Gott ist. Gott ist bereit, sie zu treffen, Angesicht zu Angesicht. Erinnert euch an Johannes, als er die Mission beendet hat, in Johannes Kapitel 4, als das Gemeindezeitalter endete, Johannes hat die Mission zu den Gemeinden beendet, Kapitel 4, 1 und 2, danach schaute Offenbarung, ich schaute, die Stimme, die ich als erstes hörte, sie sprach so zu mir und sagte, komm hoch hierher. Und ich zeige dir, was stattfinden muss, was danach. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf hier, ich will dir zeigen, was nach dem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und der Sardar. Diejenigen, die sehr treu sind und in der Furcht Gottes wandeln und der Stimme des Herrn gehorchen, werden den Herrn Angesicht zu Angesicht treffen, während andere in dem Urteil sind. Aber ihr, die treu sind, ihr werdet den Herrn sehen. Seht ihr in Offenbarung 4, Johannes trifft Gott Angesicht zu Angesicht, die wo treu sind, sehr ernst. Und er sagt, wo du hingehst, dort, wo der Herr einen Ort für dich vorbereitet hat, ist ein Ort, wo du deine Geliebten, die heilig gelebt haben, treffen wirst. Du wirst Christus Jesus selbst treffen. Er bereitet sich, du kannst Gott den Vater treffen und Jesus Christus, die Person des Heiligen Geistes, die immer kommt, um mich zu treffen. Er hat vorbereitet, dass man die Geliebten treffen kann, die vor der Entrückung gestorben sind, die englischen Wesen, die so zahlreich sind, so wie der Sand auf der Erde sind.
Du kannst dir vorstellen, und an diesem Ort, in Offenbarung Kapitel 5, Offenbarung Kapitel 5, er hat sie vorbereitet, zu gehen und sich dort zu versammeln und so dort sich als eine Familie anzutreffen, von jeder Sprache, von jedem Stamm, von jedem Volk, von jeder Nation, von jeder Rasse, von jedem Kontinent. Sie werden alle dort sein. Offenbarung Kapitel 5, Vers 9, er sagt das Folgende. Und sie sangen ein neues Lied. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Ich habe das Öffnen der Siegel gesehen vor dem Thron ihm selbst. Denn du bist geschlachtet. Ich habe das Lamm Gottes gesehen, wie es geschlachtet wurde, stand an dem Zentrum, im Zentrum von Gott im Himmel, denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und du hast sie unserem Gott zu einem Königreich und zu Priestern gemacht und sie werden herrschen. Und sie werden herrschen. Und sie werden herrschen auf Erden. Sehr ernst. Nun deswegen, während auf der anderen Seite der Teufel zu euch lügt, oh, es gibt immer noch Zeit, entscheide dich morgen, genieße einfach das Leben, du bist zu jung. Du wirst ernster sein, wenn du 20 oder 30 bist oder 40 wirst. Während der Teufel dich anlügt, dass es mehr Zeit gibt, die Bibel sagt uns sehr eindeutig, dass ganz plötzlich der Messias kommen wird und ihr werdet in dieses unerträgliche Urteil hineinkommen, die große Trübsal, die große Trübsal. Während auf der anderen Seite diejenigen, die treu sind und Gott fürchten und sich zu den Anweisungen des Herrn beugen, den Heiligen Geist Angesicht zu Angesicht treffen, Christus Angesicht zu Angesicht treffen. Er hat sie vorbereitet, dass sie auch ihre Geliebten treffen werden, die vorher gestorben sind, die Engel in ihrer Menge zu treffen. Wenn man hört zu dieser Anbetung, dann fällt man einfach nach unten. Er hat sie vorzubereitet, dass sie diese enorme Empfang haben im Himmel von dem Lamm. Es wird jede Sprache, jeden Stamm geben, jede Zunge, jede Rasse, jede Nationalität, jeder Kontinent, was auch immer man es nennen will. Sie werden anbeten und feiern. Sie werden die Anbetungskleider des Herrn tragen. Sie haben Dinner, Abendessen. Sie haben Essen im Königreich Gottes und der Rest wird brennen im Feuer. Warum? Wegen dieser Krankheit, die dieses Zeitalter verzerrt hat, genannt Selbstgefriedigkeit, Verzögerung, Selbstgefälligkeit, Selbstzufriedenheit, Verzögerung. Oh, ich habe Zeit. Ah, ich mag diese Art nicht der Errettung. Ich bin nicht so ernst mit Religion. Ich bin nicht so eine Person, die so ernst mit Religion ist, während der Rest sich vorbereitet für diese glorreiche Ewigkeit. Denn er hat Verherrlichung für sie vorbereitet und er hat für sie einen Ort in dem Haus des Vaters vorbereitet. Und deshalb sind sie motiviert. Sie sind motiviert und fokussiert, enthusiastisch und sie erfreuen sich auf das Kommen des Christus. Und sie sind auch eifrig, weil sie Angst haben, dass sie es verpassen. Sie sind sehr ernst und streng. Und sie erreichen auch andere, die sich nicht bewusst darüber sind, dass der Messias kommt. Warum? Weil sie wissen, sie werden Gott ihm selbst eines treffen. Sie sind sich darüber bewusst, dass sie in einer Zeremonie sein werden.
werden, wo sie ihre Geliebten sehen werden. Sie werden verherrlicht werden dort. Sie sehen die Engel, die mit ihnen anbeten, die Menschen, diese Menge, die so zahlreich ist, wie da wird es jede Nationalität. Wo kommst du her? Ich komme aus Japan. Oh, wunderbar. Sie treffen sich, ihre Namen sind auf den Tischen dort geschrieben. Der Messias kommt. Ich habe das Kommen des Messias gesehen und der Herr hat mich zu dieser Generation gesendet, um sie zu erwachen. Wenn ihr den Herrn jetzt empfangen möchtet und jetzt aus dieser Selbstzufriedenheit und Unentschiedenheit und Verzögerung weggehen wollt, bitte wiederholt dieses Gebet mit mir, sagt: Mächtiger Herr Jesus, ich tue heute Buße und ich kehre ab von jeder Sünde. Mein Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist am Kreuz von Golgatha. Und ich möchte auch dir danken, mein Herr Jesus, dass du für mich auferstanden bist. Herr, ich danke dir für das Geschenk der Auferstehung. Und heute empfange ich das Geschenk des ewigen Lebens, welches du für uns gegeben hast auf Golgatha. Herr, vergib mir alle meine Sünden und etabliere Gerechtigkeit und Heiligkeit in meinem Leben. Ja, bring mich weg von der Sünde, schütze mich vor Sünde, mein Vater, und leite meine Schritte in das Königreich Gottes hinein. Herr, gib mir Wachsamkeit jederzeit, dass ich bereit vorbereitet bin zu jeder Zeit und dass ich bereit bin und eifrig bin zu jeder Zeit für dein Kommen. Ich liebe dich, Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus bin ich wiedergeboren. Wenn ihr dieses Gebet gesagt habt, es gibt viele Gebetslinien, Leute, die dir einen Rat geben können und die dich leiten zu einer bibellehrenden Gemeinde leiten. Der Messias kommt. Baruch Hashem, Bogatov.